wollte nämlich, ja, nebst dem, dass ich meine Spielesammlung ja laufend erweitere, endlich auch mal bei sowas wie Minecraft die Mods, die ich verwende, denen einfach was spenden. Also ist jetzt ein Aufruf von mir an alle, die Minecraft spielen und Mods verwenden, und zwar regelmäßig, so wie, ja, keine Ahnung, eben auch StackJabBack hier. Ich sage, okay, pass auf, das werde ich als wie als DLC da, und DLC kostet, keine Ahnung, oder sagen wir, ein DLC würde kosten, wenn es denn ein vernünftiger Preis wäre, sagen wir, keine Ahnung, 1, 2, 3 Euro, je nachdem, wie mächtig das Ding ist und was es so alles kann. Ja, dann einfach mal diese 1, 2, 3 Euro spenden. Und ja, im Prinzip bekommt man ja eh Lifetime, weil die Dinger werden ja im Endeffekt auch weiterentwickelt, und ja, der oder die hat was davon, und zumindest ich habe mein Gewissen dann beruhigt. So, was mache ich gerade schon wieder? Ich wollte eigentlich das mit, naja, hier ist nicht genug Platz für die Treppen, die ich machen wollte, darum bleibt es bei denen. Ja, also ich werde das auf jeden Fall machen. Fix. Werde ein bisschen was spenden. Dann ist mein Gewissen mal beruhigt. So. Ah, ein bisschen was gefunden. Super. Gut. Dann gehen wir das Projekt Mine bisschen ausbauen mal an. Ich weiß, ich hüpfe wieder mal von A nach B nach C. Und wollte ja eigentlich, keine Ahnung, ganz was anderes machen in der Stadt. Die Stadt weiterbauen oder den Hafen oder die Köhlerei oder den Bauernhof oder. Aber so ist es einfach bei Minecraft. So läuft es bei mir auch sofort mit dem Rückwärtsgehen in der Let's Show-Welt, und so läuft es einfach auch beim Let's Play. Das, was mir gerade in den Sinn kommt, beziehungsweise da, wo ich gerade bin, das mache ich einfach und passt. So, hier mal ein halbwegs vernünftiger Eingang. Wo habe ich denn jetzt da mein... Moment mal, wieso... bin ich da irgendwo... doch... Moment. Also nee, passt schon. Jetzt war ich gerade wieder mal verwirrt. Ja, da hinten geht es ja auch noch weiter, und da drüben und da oben und überhaupt. Oh, die ist so groß. Na gut, da geht es jetzt nur einmal im Kreis, aber wow. Super. Super. Ja, und was ich mir auch überlegt habe, Special. Also jeden, fast jeden anderen, den ich schaue, viele andere, die ich schaue, machen immer irgendwie Specials bei 10 Abonnenten und 20 und 50. Da habe ich eh schon verbockt, habe ich einen Teil verpasst. Also ich hätte schon was geplant für 50 Abonnenten, aber das ist jetzt weniger ein Special. Ja, mag ich jetzt nicht zu viel verraten, weil, na, kann ich auch nicht, sonst, naja, darf ich auch nicht. Werdet ihr dann schon sehen. Irgendwann gibt es hoffentlich 50. Dann werden es zumindestens, sage ich mal, so viel verrate ich, die 50, die mich abonniert haben, zumindest die werden es sehen. Vermutlich nicht alle oder nicht sofort, aber ja, genug verraten. Ja, also wie gesagt, das habe ich ja ein bisschen verpennt. Und was ich auch nett finde, ist sowas wie neue Abonnenten und so begrüßen. Ich habe mir gedacht, ich mache das so, ich grüße zumindest mal die Leute. Ja, die, denke ich mal, mein Let's Play einfach maßgeblich beeinflussen, wo ich sage, die kommentieren viel oder die machen Vorschläge oder mit denen tausche ich mich irgendwie, ja, anderweitig aus im YouTube oder vielleicht auch im Let's Play Forum, wo ich jetzt nicht extrem aktiv bin, gebe ich zu, ich bin einfach nicht so der Forumstyp. Ab und zu schreibe ich mal was, aber mehr im Spam-Bereich gebe ich zu. Naja, ist halt mal so. Muss man auch dazu stehen und sich zu was zwingen. Das ist das, was ich gelernt habe, nicht nur beim Let's Play, sondern im Leben, sich zu irgendwas zwingen.
das ist das allerletzte, was man machen sollte, weil dann machen die Dinge irgendwie und irgendwann gar keinen Spaß mehr. So, wow, 20 Minuten schon nur verplaudert. Ja, Minecraft, das Minecraft-Let's Play, das missbrauche ich jetzt einfach zum Plaudern. Um meine ganz persönlichen Meinungen zu deponieren. Und ihr müsst es anhören. Naja, Ton kann man ja wegschalten, aber macht das eigentlich, wer gibt's eigentlich, lasst mich das auch mal wissen, jetzt nicht. Ja, von mir ist auch bei mir, aber schaut man Let's Plays ohne Ton, weil, keine Ahnung, weil, genau, das ist eben die Frage, weil ich sage, ich schaue Let's Plays zu einem großen Teil wegen den Kommentaren. Vielleicht hört man das Tropfen jetzt wieder. Ah, die Höhle ist echt riesig. Unglaublich. Wahnsinnig. Ich bin schon wieder beim Rumgehen und nur abbauen. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte ja eigentlich wissen, was jetzt überhaupt passiert. Dass ich schon wieder beim Abbauen bin. Wollte doch nur ein paar Schilder machen und so. Okay, ja, schräg. apropos Schilder, ich weiß schwer nicht, wo es rausgeht. Deswegen brauche ich ja Schilder, damit ich weiß, wo es rausgeht und so. Ah, da hinten. Ja, grüßen. Also den einen oder anderen möchte ich jetzt schon endlich mal grüßen, weil, ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ja, um es nicht genau, zu genau festzulegen, sage ich mal, über 30 Abonnenten und über 3000 Views ist. Kann man nicht mit angeben, aber kann man ja auch nicht in den Lebenslauf schreiben, aber darf man sagen, ohne sich zu schämen. Ja, nehme ich jetzt mal zur Gelegenheit und sag mal ganz liebe Grüße. Schauen wir mal, ich bin mir nicht sicher wegen, ich habe es natürlich verabsäumt, mir eine Reihenfolge zu überlegen, weil eigentlich sollte man es ja entweder alphabetisch machen oder chronologisch machen. Ich probiere es chronologisch, ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme, aber ja, Patrick Star 25, glaube ich, war die Zahl hinten dran, den habe ich ja schon gegrüßt, mein allererster Abonnent. Und ja, eigentlich eine meiner Hauptmotivationen weiterzumachen, Dankeschön. Danke, danke. Danke auch fürs viele Feedback. Dann, wer kam danach? Oi, 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 ist das peinlich, das hätte ich mir echt aufschreiben sollen. So, schon wieder Nacht, mal ein bisschen schlafen. Glaubt, das war dann der Inhuman Let's Play. Ja, mit dem habe ich mich auch nett ausgetauscht und bei dem schaue ich auch ja, bisschen Minecraft. Der baut eine ziemlich coole Hütte, muss ich sagen. So als Let's Showplay Tutorial. Ich glaube, es ist offiziell ein Let's. Was ist es offiziell? Eigentlich ist es ein Let's Play, weil er nimmt, glaube ich, durchgehend fast auf. Naja, ich nenne es mein Let's Play Show Tutorial. Und ja, Zelda. Oh, hui. Nachdem ich selber Zelda nicht spiele, aber mir es einfach total gerne mal anschauen wollte und ich es einfach irgendwie nett finde, wie er das macht, ja, schaue ich bei ihm eben selbiges. Dann nicht zu vergessen, die Iwonschka 96, ich denke, ich glaube, sonst Entschuldigung, wenn ich mich mit den Zahlen ein bisschen vertue. Ja, auch da herzliche Grüße, die macht zwar selber nicht sehr viel, ist, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, beim Inhuman Let's Play ab und zu dabei. Oder war ab und zu dabei, oder jo, die sind auch noch irgendwie anderweitig verbandelt. Dann, so, die Reihenfolge. Ich weiß es echt nicht mehr, aber ich glaube, der Psyche MC und da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie man das ausspricht. Ist das Psyche MC? Bitte klär mich auf, gelegentlich, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Von dem kriege ich auch immer total nette Kommentare. Macht selber keine Let's Plays, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ja, schaut bei mir, glaube ich, auch. Nicht nur Minecraft, sondern ziemlich alles, weiß ich nicht. Hoffe ich zumindest. Ja, dann so, Tigika 67. Auch ganz liebe Grüße an dich und
Ja, habe mal nachgeschaut, was der Name wohl bedeuten könnte. Ich habe nur herausgefunden, das ist eine Insel. Quatsch, eine Stadt, so. Eine Stadt auf einer Insel auf Kos. Weiß nicht, ob das mit dem zu tun hat. Mich auch gern mal anschreiben und mir das sagen. Ah, übrigens, ich klopfe gerade Bäume, ne, weil wir brauchen ja Schilder und so weiter. Und ich habe das gar nicht gesagt, aber und Leitern und Zäune und so, ja, deswegen, ne, gell. So, und natürlich muss ich auch auf jeden Fall nennen den Mr. Glacier LP. Also Mr. Glacier Let's Play, also ja, Desktop Dungeons, also ich war knapp davor, es mir wirklich mal runterzuladen und selber zu spielen, aber das ist das Ding mit dem Let's Plays. Also ich schaue Let's Plays hauptsächlich, oder ja, nicht hauptsächlich, aber ich schaue Let's Plays. Naja, okay, sagen wir es so. Ich probiere es mal so zu sagen, falls es falsch rüberkommt, korrigiere ich mich selber nochmal. Ich schaue Let's Plays, weil ich Spiele sehen will, die ich selber nicht spielen mag, aber die Spiele sehen will, ist das jetzt richtig gesagt? Also, keine Ahnung, ich schaue irgendwelche Shooter, weil ich eigentlich nicht gern Shooter spiele, aber das Spiel einfach sehen will oder wie es gemacht ist und was drin vorkommt und so weiter. Und Desktop Dungeon, selbes Thema. Ich denke, ich werde es nicht spielen, weil es einfach nicht irgendwie so, ja, mir so taugt, aber dann doch irgendwie, aber ja, keine Ahnung. Und deswegen schaue ich da Let's Plays und ich suche mir dann im Prinzip die Leute aus, bei denen ich das am liebsten schaue. Und also ich suche das Spiel an sich aus, das ich schauen will, und dann die Leute, ja, wo es mir eben dann entsprechend am besten gefällt. Respektive geht es natürlich auch manchmal umgekehrt, dass ich irgendwen kennenlerne über, ja, Let's Play Forum, über YouTube oder wie auch immer. Und dann stellt sich raus, ah, der macht ja auch ganz coole Let's Plays und das schaue ich mir dann ab und schaue ich mir dann an und abonniere es natürlich auch, wenn ich regelmäßig schaue. Ja, und abgesehen davon, dass ich sicher ein paar Leute vergessen habe, es tut mir wirklich leid, wenn ihr ganz fleißig dabei seid mit Kommentieren und alles und ich habe euch jetzt vergessen. Sorry, sorry, sorry. Dürft ihr mich schimpfen? Hole ich nach, keine Frage. Ja, ganz special jetzt zum Abschluss natürlich den Combo Craft, weil ja, wir bewerfen uns da gegenseitig gerade mit Sonderfolgen. Ja, er macht nebst ein paar anderen Dingen noch Little Big Adventure 2 und das ist das, warum ich eigentlich bei ihm hauptsächlich dabei bin, weil ich liebe einfach Little Big Adventure und mir war es irgendwie immer ein bisschen zu. Ja, ich weiß nicht, mir war es irgendwie zu schwer fast, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich habe es nie wirklich dann genießen können und nie wirklich ausgespielt oder fertig gespielt. Und er macht das echt super. Also, erstens mal, wow, extrem tolle Entwicklung vom ersten Let's Play zum jetzt, keine Ahnung, ewig ist er noch nicht dabei, gerade mal 2, 3 Wochen. Also jetzt zum Aufnahmezeitpunkt sind es 2, 3 Wochen, dann vielleicht, wenn ich es ausstrahle jetzt hier, die Folge ist dann ein paar Tage mehr, aber echt genial. Die Qualität extrem verbessert von, ja, sagen wir gut, auf super, bin ich fast neidisch geworden, weil ich habe einfach echt, glaube ich, 50 Folgen gebraucht, bis ich ein paar Sachen halbwegs im Griff hatte. Ja, Respekt mal dafür und Little Big Adventure 2 ist super und er schaut bei mir, ja, Simgolf und er war der Erste, glaube ich, der gesagt hat, ihm gefällt Simgolf und er hat sich auch Simgolf gekauft wegen mir, also deswegen extra Nennung jetzt hier, Combo Craft. Liebe, 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 liebe Grüße und ich hoffe, wir können noch lange bei uns gegenseitig was schauen. So, halbe Stunde ist vorbei, meine Lieben. Ich höre auf für den Moment, werde aber eventuell gleich durchspielen, weiterspielen und noch was aufnehmen. Habe jetzt irgendwie gerade Lust zum Weiterquatschen. Ja, dann bis zum nächsten Mal und alles Liebe, alles Gute. Tschüss, ciao, Pfiat'enk und Baba.